Hallihallo und Hallöle, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play des Spiels Omsia Omnibus Simulator. Heute werden wir mit dem MAN-SD 202 D94-01 auf der Map Römerberg die Linie 626 vom Busbahnhof nach Zawelstein fahren. Den Bus habe ich erst seit kurzem oder auch nicht, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Und was ich schön finde, der hat ein KFC-Repaint. Ich fahre mal kurz ein Stück vor. So. Da, jetzt kann man es sehen. KFC. Und was ich auch noch besonders schön finde, also vorne und hinten hat da jeweils die Außenschwenktüren. Zum Beispiel jetzt vorne. Bam. Das finde ich schön. Wir müssen jetzt ein kleines Stück Betriebsfahrt fahren zum Busbahnhof. Auch Vollmatrix ist vorhanden. Mein Gott. Deutscher Marsch. Betriebsfahrt, so. So. Ich muss mich entschuldigen für die Ruckler, die ab und zu mal vorhanden sind, weil ich habe nämlich jetzt im Hintergrund ein Antivirus-Programm laufen und dann hängt es ab und zu mal. Kommt von rechts und links keiner. Er gesagt nur von links. Rechts interessiert uns nicht. Fernlicht gibt es auch. Also das normale Abblendlicht ist so eine Art Xenonlicht. Also das leuchtet auch, wenn es abends ist, blau. Also das ist auch gut. ZF-Getriebe. Ja, später. Hey, warum komme ich immer auf den Blinker? Zum Teufel mit dem. So, wir haben jetzt ungefähr 13 Uhr, also 13:04 Uhr, um genau zu sein. Uff, hoppla. Stopp. Und um 13:35 Uhr beginnt unsere Linienfahrt. Ich stelle schon mal das Ibis ein. Rote Linie. 6:00 Uhr. Route 1. Ziel 195 Zawelstein. Da kommen auch schon die ersten Kunden. Hallo. Hallo. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das dann? Jo. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen Zwillinge oder was? Jetzt ist aber da mal Ruhe, oder? So, dann stellen wir nochmal hier eben
Busbahnhof 1335. Stimmt noch. So. Dann stelle ich auch mal eben die Zeit vor, dann schlagen wir hier nicht noch Wurzeln. 30. Oh. 30. Okay. Ja, jetzt gucke ich mal kurz, ob da noch ein paar Leute kommen. Ja. Stelle ich noch mal ein bisschen vor. 33. So. Das müsste aber jetzt reichen. Guten Tag. Guten Tag. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Hallo. Hallo. Eine Kurzstrecke bitte. Kannst du haben. Ach, dann nicht, dann stehe ich noch mal ein bisschen vor. 3, 4, so. 33, okay. Was steht da? Die größte Neuheit? Ach, keine Ahnung. Mario Barth, aha. Hallo. Hallo. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Ja, okay. So, dann geht's eigentlich auch schon fast los. Hier kann man jetzt nochmal kurz die Außenschwenktüren sehen. Und das ist hinten eigentlich genauso, wenn mich jetzt nicht mehr alles irrt. Oh, Gang reinlegen wäre mal besser. Also ich fahre jetzt nur mit normaler Tastatur. Ich werde mir aber demnächst das Logitech G27 oder das Driving Force GT holen. Mein Cousin, und zwar unter dem Namen Nahverkehr Fan zu finden, macht auch OMSI Let's Plays. Und bekannter von mir unter dem Namen tramduesseldorf.de macht einfach auch die besten Let's Plays, die es eigentlich gibt. Also, die beiden sind schon der Wahnsinn. Na, ihr Idioten, ich hab Vorfahrt. Was für Idioten. Ja, nimmt voll die Laterne mit, der Kollege. In der Linie 612. Auch nicht schlecht. Und, oh, WhatsApp. Na, okay. Na los, fahr doch. Mein Gott. Oh. Ja, Quatsch mit Soße. So, ich hoffe, man kann es jetzt sehen. Also hinten gehen die Tür auf. Türen. Ja, Außenschwenktüren. Einmal, zweimal. Jo, Tageskarte kommt sofort. Oh. Unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das dann.